Daniel 7 und die 10 Hörner. In der vorliegenden Auslegungsreihe wurden die 10 Zehen des Standbildes in Daniel 2 und die 10 Hörner des Tieres in Daniel 7 durchgängig und meines Erachtens erstmals auf die Dekapolis gedeutet. In Daniel 7 ist die Rede davon, dass zwischen den 10 Hörnern, respektive zwischen den 10 Städten der Dekapolis, ein anderes, kleines Horn hervorbricht, das ganz anders war als die vorigen. Diese Beschreibung des kleinen Horns würde nach dem, was wir oben erarbeitet haben, auf Damaskus bestens passen. Denn Damaskus war damals, wie die Städte der Dekapolis auch, ein Stadtstaat und mit der Dekapolis zumindest zeitweise verbündet. Die Struktur, die Daniel 7 für die Endgeschichte vorstellt, gab es also schon zweimal in der biblischen Heilsgeschichte. Sie ist nichts Neues. Es gab sie schon einmal in Form der Dekapolis im 1. Jahrhundert nach Christus. Einerseits gehörte damals Damaskus als Bündnispartner zur Dekapolis. Zwischen den 10 Hörnern bricht ein anderes kleines Horn hervor, dann aber auch wieder nicht. Denn dieses Horn war ganz anders als die vorigen. Denn Damaskus gehört zu Syrien und damit zu den Seleukiden. Es sieht also durchaus so aus, als ob Daniel für die Endzeit eine Struktur vorhersagt, die in der Bibel schon einmal existiert hat und die genauso in der Endzeit wieder zu erwarten sein wird. Zu Beginn der Gemeindezeit gab es also schon einmal die gleiche politische Struktur, wie sie am Ende der Gemeindezeit wieder sein wird. Aber nicht in Form des übermächtigen Römischen Reichs, sondern in der unscheinbaren Koalition zwischen Damaskus und der Dekapolis. Dieser Gedanke der Wiederholung antiker Strukturen in der Endzeit wird uns weiter begleiten und zum roten Faden unserer Auslegung werden. Jesaja 7, der syro-ephraimitische Krieg. Es ist durchaus unerwartet zu sehen, dass in der Endzeit eine Struktur angedeutet wird, die in der Antike bereits schon einmal ihr vorstand. Wenn dem so wäre, würde es der hier vorgenommenen Auslegung sehr viel Substanz und Basis im Wort Gottes verleihen. So als ob man statt einem Reißzwecken an eine Pinnwand einen Schwerlastanker in Beton verdübeln würde. Damit aber nicht genug, denn es gibt tatsächlich noch einen zweiten Zeitpunkt, in dem Syrien mit einem Volk aus der Gegend der späteren Dekapolis verbündet war. Dieser Zeitpunkt war im Jahr 733 vor Christus. Damals wurde Jerusalem von Syrien und dem Nordreich Israel, Ephraim, belagert. Dieser Krieg ist als syro-ephraimitischer Krieg in die Annalen eingegangen. Aber es war eigentlich ein syro-ephraimitisch-gileaditischer Krieg, denn diese drei Gegenden hatten sich gegen Jerusalem und Juda verschworen, aber der Reihe nach. Die Bibel berichtet von diesem Krieg unter anderem in Jesaja 7 und in 2. Könige 15. Die damalige politische Situation ist etwas kompliziert. Ihr Zukommen soll dennoch im Folgenden kurz skizziert werden, weil sie wichtig ist. Zur Zeit des Königs Ahas entstand also im Norden diese äußerst ungewöhnliche politische Konstellation eines Bündnisses des Nordreichs Israel mit Syrien gegen Juda und Jerusalem. Die jetzt folgenden Abschnitte zeichnen nach, wie diese Koalition zwischen Israel und Syrien gegen das Südreich zustande kam und was daraus abgeleitet werden kann. In Jesaja 7 steht: Es begab sich zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs in Juda, zog herauf Rezin, der König von Syrien, und Pekach, der Sohn Remaljas, der König Israels, gen Jerusalem, wieder dasselbe zu streiten, konnten es aber nicht gewinnen. Weiter in Vers 10. Und der Herr redete abermals zu Ahas und sprach: Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, es sei unten in der Hölle oder droben in der Höhe. Aber Ahas sprach: Ich will's nicht fordern, dass ich den Herrn nicht versuche. Da sprach er: Wohlan, so höret ihr vom Hause Davids. Ist's euch zu wenig, dass ihr die Leute beleidigt? Ihr müsst auch meinen Gott beleidigen. Darum, so wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie heißen Immanuel. Wie also kam es dazu, dass das Nordreich Israel sich mit Syrien verbündete? Wikipedia schreibt dazu: Als syrisch-ephraimitischer Krieg wird ein um 733 vor Christus geführter Krieg der Staaten Damaskus und Israel gegen das mit Assyrien verbündete Juda bezeichnet, der mit dem Sieg Judas und damit auch Assyriens endete. Rezin von Damaskus und Pekah von Israel versuchten, Ahas abzusetzen, einen Aramäer, also einen Syrer, auf den judäischen Thron zu bringen und Juda so zum Bündnis gegen Assyrien zu zwingen, das von Norden mehr und mehr nach Süden gegen Syrien drängte.
Soweit die historische Situation. Jetzt brauchen wir noch ein paar Infos zu Pekahia und seinem Nachfolger Pekach, der aus Gilead stammte, dem Gebiet, in dem rund 700 Jahre später die Dekapolis entstehen würde. Pekahia und Pekach. Wikipedia schreibt zu Pekach: Pekach, die Bedeutung ist, er, Gott, hat geöffnet, also seine Augen geöffnet, zum Beispiel aufmerksam geschenkt, Sohn Remalias, König von Israel von 735 bis 732 vor Christus, erwähnt in der Bibel in 2. Könige 15, Vers 27 bis 32. In den Inschriften von Tiglath-Pileser III. Erscheint sein Name in der Form Pakaha. Es wird gesagt, dass Pekach der Schalisch, offenbar Heerführer hohen Ranges von Pekachia, Sohn von Menachem war und dass er sich gegen seinen königlichen Herrn in Samaria mit Hilfe von 50 Männern der Gileaditer verschwor und ihn tötete und an seiner Stadt regierte, so 2. Könige 15, 25. Die Aussage in der Bibel, dass Pekach 20 Jahre lang regierte, 2. Könige 15, 27, kann kaum akzeptiert werden, da er 732 vor Christus von Hoschea, Sohn von Elach, 2. Könige 15, 30, getötet wurde, während Menachem, Sohn des Gadi, noch 738 oder frühestens 743 in Tiglath-Pileser des III. Inschriften als König von Samaria erwähnt wird. Aus diesem Grund denken einige Gelehrte, dass Pekachs Herrschaft in Gilead sich für eine gewisse Zeit mit der Herrschaft der Könige in Samaria überschnitt und er den Thron in Samarien erst 736, höchstwahrscheinlich mit Hilfe von Rezin, König von Aram, bestieg. Sowohl aus den biblischen Quellen als auch aus den assyrischen Dokumenten geht hervor, dass das militärische und politische Bündnis Pekachs und Rezins einerseits gegen Juda und andererseits gegen Assyrien wirkte. Der stärkere Partner im Bündnis war Rezin, vergleiche Jesaja 7, Vers 2, dessen Hilfe Pekach offensichtlich gegen Rivalen auf seinem Thron brauchte. Gemäß 2. Könige 15, Vers 37 griffen Pekach und Rezin zuerst Juda in der Regierungszeit Jotams an und setzten den Krieg in die Herrschaft Ahas fort, 2. Könige 16 und 2. Chroniker 28. Nach Meinung der meisten Kommentatoren war der Anlass für den Krieg ein Versuch von Aram und Israel, Ahas zu zwingen, sich einer anti-assyrischen Allianz anzuschließen, die von Aram Damaskus angeführt und von Ägypten unterstützt sein sollte. Die Armeen von Aram und Israel fielen in Juda ein, 2. Chronik 28, Vers 5 bis 15, und belagerten Jerusalem, 2. Könige 16, 5 und Jesaja 7, Vers 2. Die Alliierten beabsichtigten, das Königreich Juda dem Königreich Israel einzuverleiben, die davidische Dynastie abzusetzen und als König in Jerusalem einen gewissen Sohn von Tabeel, möglicherweise einen Transjordanier und Vorfahren der Tobiaden, zu installieren, soweit Wikipedia. Pekach, der ehemalige General aus Gilead, hatte also Pekachia, seinen eigenen König, ermordet, sich selber zum König gemacht und Israel usurpiert. Bald darauf verbündete er sich mit Syrien und hetzte das Nordreich Israel gegen Juda und Jerusalem. Hiervon ist in 2. Könige 28 berichtet. Dort steht, dass Pekach an einem Tag 120.000 Judäer schlug und 200.000 judäische Frauen, Söhne und Töchter gefangen nahm und nach Israel wegführte. Als der Prophet Oded mahnte, dass die Ephraimiter die Judäer wieder freigeben sollten, schlug ihr Gewissen. Vier maßgebliche ephraimitische Führer, Asaja, Berechia, Jehiskia und Amasa, entschieden, die Judäer ehrenvoll wieder zurückzuführen. Vermutlich konnte das Pekach aufgrund seiner politisch noch schwachen Stellung nicht verhindern. Soweit also 2. Chronik 28. Die Andeutung der Wiedergeburt Jerusalems in Jesaja 7. Immer wenn Jerusalem nicht Israel belagert wurde, haben die Könige und Propheten von Schwangerschaft, von Geburtswehen und von Geburt geweissagt. Auch und eben die in Jesaja 7 beschriebene politische Situation steht in engster Verbindung mit der Wiedergeburt Jerusalems. Denn während der Belagerung Jerusalems durch die Koalition aus Syrien und dem Nordreich Israel gibt Jesaja Ahas eine Verheißung, die Ahas beweisen soll, dass Jerusalem nicht von Rezin und Pekach erobert werden wird. Diese Verheißung ist sehr bekannt, denn sie bestand in der Vorhersage: Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel heißen.
Diese Prophetie wird von Matthäus auf die Geburt Jesu Christi von der Jungfrau Maria ausgelegt. Aber sie gilt nicht allein auf die Zeit der Geburt Christi, weil weite Teile der Prophetie nicht auf die politische Situation zur Zeit der Geburt Jesu passen. Denn zur Geburtszeit Jesu wurden weder Syrien noch Ephraim verwüstet, wie die Verheißung Jesajas dies voraussagt. Außerdem war zur Geburtszeit Jesu das Land Israel nicht von einem Krieg so entvölkert, dass der neugeborene Immanuel Butter und Honig hätte essen können. Hierzu mehr in meinem Buch Die Wiedergeburt Jerusalems bzw. im gleichnamigen Clip in YouTube zu Jesaja 7. Dieses Thema kann und soll hier also nicht erneut behandelt werden. Setzen wir stattdessen voraus, dass eine vollständige Erfüllung der Verheißung in Jesaja 7 zur Geburtszeit Jesu nicht möglich war. Sie wird aber am Ende der Zeit in Erfüllung gehen können, dann nämlich, wenn Jerusalem in der Endzeit belagert wird und zur Wiedergeburt findet. Die Jungfrau oder die junge Frau, die schwanger sein wird, ist also in der Endzeit die Tochter Zion selbst. Damit ist es aber, wie oben schon gesagt, mehr als naheliegend, auch die politische Konstellation des Jahres 733 für die Endzeit zu adaptieren. Die Strukturen sind verblüffend kongruent und entsprechen in allen Details den Vorgaben aus Jesaja 7 und im Übrigen noch einigen weiteren Berichten des Alten Testaments, die hier später noch behandelt werden sollen. Geopolitisches. Der antike Vorgänger der Dekapolis war im Jahr 733 vor Christus das sogenannte Gilead. Beide Gebiete sind geografisch deckungsgleich. Das ist interessant, denn von dort aus begann Pekach die Usurpation des Nordreichs, die feindliche Übernahme des nördlichen Israels, weil Pekach seinen König Pekachia tötete, sich selbst zum König machte, um kurz darauf einen Bund mit Damaskus zu schließen. Beide griffen Jerusalem an, um es sich einzuverleiben und dann gemeinsam gegen Assyrien zu kämpfen, das vom Norden her gegen sie alle vordrang. Das ist der Grund, warum es zum sogenannten Syro-Ephraimitischen Krieg kam. Denn die beiden Angreifer Jerusalems waren einerseits Syrien und andererseits das Nordreich Israels. Jetzt wird aber deutlich, warum es nicht ein Syro-Ephraimitischer Krieg, sondern ein Syro-Ephraimitisch-Gileaditischer Krieg gegen Juda und Jerusalem war. Die Koalition im Norden von Juda bestand also exakt formuliert aus Damaskus, aus dem Nordreich Israels und aus Gilead, dem Gebiet der späteren Dekapolis. Jesaja 7 und Daniel 7. Diese oben gezeichnete Struktur in Jesaja 7 ist also genau die, die in Daniel 7 für die Endzeit vorhergesagt wird. Damaskus im Bund mit Gilead und Nordisrael. Daniel 7 beschreibt eben diese Struktur als ein Bild. Ein kleines Horn, Damaskus, das zwischen 10 Hörnern, nämlich Gilead bzw. Dekapolis, hervorbricht und größer wird als die neben ihm. Das kleine Horn der Endzeit als Daniel 7 passt aufgrund der fast 300 Jahre vorher schon in Jesaja 7 beschriebenen Vorgaben bestens auf Damaskus. Die 10 Hörner des Endzeittiers in Daniel 7 stehen für das geografische Gebiet der Dekapolis, das in Jesaja 7 noch als das Gilead Pekachs beschrieben wird. Aber dazu kommt noch, und das ist sehr ungewöhnlich, das Nordreich Israels. Hierzu später mehr. Ausgehend von Jesaja 7 kann der Ablauf der biblisch vorhergesagten politischen Strukturen der Endzeit wie folgt skizziert werden. Zunächst beginnt ein Zusammenschluss eines Städtebundes mehr oder weniger im Ostjordanland, der Neodekapolis, das sind die 10 Hörner. Die Neodekapolis usurpiert das Nordreich Israels. Das wiederum bewirkt eine Spaltung Israels in einen nördlichen Teil Ephraim und einen südlichen Teil Juda und Jerusalem. Die Neodekapolis schließt ein Bündnis mit Syrien. Und dadurch werden die Städte der Neodekapolis um eine elfte Stadt, ein elftes Horn ergänzt. Damaskus, das kleine Horn, aus Daniel 7. Damaskus wächst politisch schneller als die Hörner neben ihm, die Städte der Neodekapolis, und übernimmt bald die politische Führung. Damit bestünden die Hörner des für die Endzeit vorhergesagten Tiers aus Daniel 7 aus dem Gebiet der späteren Dekapolis, dem früheren Gilead, bzw. dem heutigen Transjordanien. Das kleine Horn, das zwischen ihnen hervorbricht, ist eine Umschreibung der Stadt Damaskus. Die hier gezeigte Auslegung weist, im Gegensatz zu den Mainstream-Deutungen nach, dass die für die Endzeit gezeichneten Strukturen des Propheten Daniel und der Apokalypse gar nichts Neues sind.
sondern mehrfach im Alten Testament bereits beschrieben worden. Diese Konkurrenz zwischen Endzeitprophetie und alttestamentlichen Aussagen der Bibel ist meines Erachtens von außerordentlicher Wichtigkeit, denn sie verhindert eine willkürliche Deutung der Endzeittexte in Daniel und in der Offenbarung, weil sie sich an die Vorgaben des Alten Testaments bindet, aus ihnen heraus entwickelt wird und sich eng an ihnen und somit an der Schrift orientiert. Im Gegenzug plausibilisieren sich alle Stellen gegenseitig, was die Glaubwürdigkeit der hier gemachten Auslegung nur weiter stärkt. Das ist meines Erachtens auch der Grund, warum der Engel in Daniel 10, Vers 21 auf das schon zur Zeit Daniels in den alten Schriften niedergelegte Wort verweist. Doch ich will dir anzeigen, was geschrieben ist, was gewiss geschehen wird. Der Vers bedeutet doch nichts anderes, als dass der Engel das zeigt, was bereits zur Zeit Daniels, also im 5. Jahrhundert vor Christus, in den Schriften des Alten Testaments aufgeschrieben war. Daniels Prophetie muss also in älteren Texten der Bibel bereits enthalten sein, wenn auch lediglich keimhaft und nur in groben Vorausschattungen. Genau das aber ist der Fall bei Jesaja 7. Und als ob uns Gott hierfür geradezu ein Beispiel geben möchte, liest Daniel das Buch des Propheten Jeremia, eines Zeitgenossen Daniels, und leitet hieraus prophetische Vorhersagen für seine Zeit ab. Daniel schöpft also aus dem Wort Gottes. Es ist interessant und sehr wichtig festzuhalten, dass in dem Buch, in dem Träume und Visionen wie in keinem zweiten vorkommen, bis vielleicht auf die Offenbarung, das geschriebene Wort so sehr betont wird. Allein diesem geschriebenen Wort und den darin tatsächlich enthaltenen Aussagen müssen Auslegung und Ausleger verpflichtet sein. Daneben ist es mir sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass die oben zitierten Verse aus Daniel 10 bei genauerem Hinschauen Daniel gar nicht von einem Engel, sondern von dem Menschensohn selbst gegeben werden. Die Prophetie in Daniel 10, 11 und 12 kommt also von Christus. Deswegen müssen wir ihm gut zuhören und genau darauf achten, was er sagt. Halten wir also fest, die in dieser vorliegenden Auslegung aufgezeigte Endzeitstruktur ist sämtlich im Alten Testament bereits vorhanden. Sie wird zwar durch Daniel und Johannes weiter detailliert und fortgeführt, aber sie ist nichts grundsätzlich Neues. Vielmehr ergänzen sich Jesaja, Daniel und Johannes gegenseitig. Erneut wird deutlich, wie genial Gottes Wort formuliert wurde. Dass die Texte, zwischen denen viele Jahrhunderte liegen, sich so eindeutig entsprechen, ist ein klarer Beweis dafür, dass es sich bei der Bibel nicht um Menschenwort, sondern tatsächlich um Gottes inspiriertes Wort handelt. Dass die vorliegende Sichtweise überhaupt möglich ist, liegt vorrangig daran, dass die Rom-Theorie endgültig verworfen und stattdessen eine alexandrinisch-griechisch-seleukidische Linie verfolgt wird. Dies soll an dieser Stelle nochmals besondere Erwähnung und Betonung finden. Denn erst die Abkehr von der ohnehin nicht mehr haltbaren Rom-Theorie ermöglicht die vorliegende Deutung und gleichzeitig deren Plausibilisierung. Vor dem Hintergrund des bisherigen sei der Text von Daniel 7 nun nochmals explizit aufgeführt. Da ich aber die Hörner schaute, siehe, da brach hervor zwischen ihnen ein anderes kleines Horn, vor welchen der vorigen Hörner drei ausgerissen wurden. Und siehe, dasselbe Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge. Wie schon erwähnt, war zur Zeit des Königs Ahas die politische Konstellation derart, dass Syrien und Ephraim, Jerusalem und Juda zunächst aufgefordert hatten, ihrer Koalition beizutreten, um sich gegen den König von Assyrien und dessen Expansionspolitik in Richtung Süden zu stellen. Als Juda dies ablehnt, wenden sich Syrien und Ephraim gegen Juda und gegen Jerusalem, um Jerusalem zu erobern und dort einen ihnen genehmen König, den Sohn Tabeels, einzusetzen, der sie im Kampf gegen die Assyrer unterstützen soll. Es scheint so, als ob Rezin und Pekach Jerusalem genauso usurpieren und sich einverleiben wollen, wie Pekach das einige Jahre vorher mit dem Norden Israels und mit seinem König Pekachja getan hat. Daniel schreibt, dass zwischen den 10 Hörnern ein anderes kleines Horn hervorbricht. Dies kann aber nach bisherigem biblischen Befund ausschließlich ein weiterer, deutlicher Hinweis auf Damaskus sein. So würde dann auch verständlich werden, warum Damaskus als Hauptstadt Syriens einmal zu den Städten der Dekapolis gerechnet wird und ein andermal nicht. Damaskus gehört nicht im engeren Sinn zur Dekapolis, war aber später dennoch im Bund mit ihr. Diese Auslegung steht in erstaunlicher Übereinstimmung mit Jesaja 7 und kann sich auf diese alttestamentliche Stelle und noch einige weitere stützen. Dieses kleine Horn, Damaskus, wird ein großes Horn werden,
denn es wird größer als die Hörner neben ihm. Daniel sagt weiter, dass dieses kleine Horn bis in die letzte Zeit herrscht, seine Gewalt dann aber weggenommen und er umgebracht wird. Daniel 7, 26. Danach, also nach 3,5 Jahren, das kleine Horn herrscht, also bis zum Endgericht, wird das Gericht gehalten werden. Da wird dann seine Gewalt weggenommen werden, dass er zugrund vertilgt und umgebracht werde. Das wiederum ist in Übereinstimmung mit Jesaja 7, wo gesagt wird, dass in der Endzeit Jerusalem von Syrien belagert wird. Es ist sehr erstaunlich, diese Kongruenz zwischen Jesaja 7 und Daniel 7 hier festzustellen. Danach wird dann das Reich Jesu Christi und seiner Gemeinde für alle Zeit übereignet werden.